Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus einem neuen Freizeittag in Kalifornien. Ich bin gerade verwirrt, weil er den Boden holt. Wir befinden uns im Citywalk der Universal Studios in Hollywood. In Hollywood, also in Los Angeles. Direkt in Hollywood, da wo die echten Filmstudios sind. Die werden wir sicherlich auch später noch sehen. Hier hat Universal quasi seinen ersten Park damals hingesetzt. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so der einzige echte, richtige Filmpark. Weil hier werden halt wirklich noch Filme gedreht. Ich meine, interessant, wie das wird. Der Citywalk, da sieht man schon sehr ähnliche Dinge wie in Orlando. Alles viel größer hier. Stimmt. In Orlando bist du nur so kurz irgendwie einmal kurz durchgegangen. Da warst du schon an den Parks, an diesem See. Ja, wir gehen jetzt einfach mal bis zum Ende durch. Wir werden reingehen und dann schauen wir uns das hier auch mal an. Also, legen wir mal los. Bereit? Ja. Und der ist in zwei Ebenen aufgeteilt. Es gibt einmal den oberen Teil und den unteren Teil, weil das Ganze hier an so einem Hang liegt. Und wir sind jetzt gerade erstmal am Runterfahren. Alle fahren gerade hier runter, da hier vor einigen Wochen die Super Nintendo World aufgemacht hat und da natürlich alle hin wollen. Normalerweise braucht man dafür eine Reservierung. Bis jetzt können wir noch nichts reservieren, also keine Ahnung. Hier zur Rechten gibt es auch Revenge of the Mummy, die Attraktion, die bei uns in Orlando geschlossen hatte. Hier ist sie aber geöffnet und hier können wir das Ganze jetzt gleich mal auswählen. Ich denke, damit fangen wir auch an, weil bei der Super Nintendo World, bei der Attraktion, da sind jetzt schon 100 Minuten Wartezeit. Zeit, bei den anderen hier nur 5. Deswegen machen wir die wahrscheinlich jetzt als erstes. Und springen mal hier bei Revenge of the Mummy. Jurassic World sehe ich hier schon. Schauen wir mal. Revenge of the Mummy. Sind wir jetzt rausgekommen, da ist der Eingang. Ich habe mal gehört, ich meine, das war in Orlando, dass da auch mit Feuer ganz viel gearbeitet wird und so. Hier war jetzt kein Feuer in Revenge of the Mummy. War aber dennoch ganz gut. War jetzt keine Kracher-Achterbahn, aber auch jetzt nicht schlecht. Nee, war überraschend. Ich würde sagen, das ist ungefähr so, wie man bei uns derzeit thematische Achterbahnen baut. Hier sind die Szenen vielleicht noch einen Tacken größer, aber du fährst halt auch ziemlich lang durch eine dunkle Halle, wo ab und zu ein paar Sachen angeleuchtet werden. Am Anfang hast du so einen kleinen Dark Ride Part durch eine schöne
eine Kulisse. Dann ist da halt ein Drehteller drin, wo ihr auch rückwärts fahrt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dürft ihr diese Videos nicht gucken. Am Ende kommt nochmal ein Drehteller und da werdet dann wieder vorwärts gedreht und dann ist auch schon Ende. Ja. Also ich weiß nicht, ob die sich jetzt hier unterscheidet zu der Orlando-Version. Ich glaube aber tatsächlich schon. Früher oder später kommen wir bestimmt auch nochmal nach Orlando und fahren da die Variante. Es war jetzt in Ordnung, war jetzt aber kein Weltklasse-Dark Ride, fand ich. Also es ist eine Achterbahn, es ist kein Dark Ride für die, die jetzt nicht wissen, was es ist. Da war auch ein Lounge drin, ganz am Anfang. Der war ganz gut, ne? Der hat richtig angezogen. Der hatte richtig Wumms. Gebaut hat die Anlage übrigens Premier Rides. Ich hatte damals in Orlando fälschlicherweise Intamin gesagt. Intamin hat damals den Gringotts Coaster gebaut in Orlando. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg in Jurassic World, eine Wasserbahn. Hier wurde die umgebaut. Die hieß auch mal Jurassic Park wie in Orlando. Man hat das ganze Gebäude neu gestrichen, neues Logo dran, die ganze Fahrt wurde verändert. Bin ich mal gespannt, wo da die Unterschiede sind und was uns letztendlich besser gefällt. Auch hier müsst ihr wieder davon ausgehen, dass wir wie bei Disney so ein bisschen vergleichen, was wir in Orlando gesehen haben. Das machst du automatisch, wenn du beides gefahren bist, weil beides ja auch relativ ähnlich ist und alles auf einem sehr hohen Standard, der sich fast nicht mit anderen Parks messen lässt. Aber wir fahren dann jetzt mal da eine Runde mit Jurassic World. Sarah fand es sogar cooler als in Orlando. Ja, die Effekte waren doch viel cooler. Und da waren viel mehr Dinos, oder? Habe ich in Orlando Das kann nicht sein, dass da mehr Dinos waren hier tatsächlich. Aber man fährt vorher durch so einen Tunnel mit Bildschirmen und so. Das finde ich nicht so cool. Ich finde das cooler wie bei Jurassic Park in Orlando, wo dann dieses große Tor aufgeht und dann so Welcome to Jurassic Park und so. In der ersten Reihe als wir. Ja, die sind auch viel schneller gewesen. Wir standen ja fast hier. Also die haben ja hier Bremsen drin und der Auslauf ist noch deutlich kürzer als in Orlando, würde ich jetzt sagen. Wir sind hier gefühlt angehalten. Also das Ding ist voll in die Eisen gegangen. Wir haben nicht einen Tropfen abgekriegt. Aber der Drop ist halt schon gigantisch schnell. Ist schon hoch, das Ding. Meiner Meinung nach ist Orlando die beste Variante, also die alte Jurassic Park Variante. Die war ja früher auch hier. Die wurde aber vor ein paar Jahren umgebaut zu Jurassic World. Aber Sarah findet die Variante hier besser. Ein bisschen mehr zum Gucken. Ich fand halt das grüne Gestrüpp bei Jurassic Park einfach cool. Mit dem Tor, das gibt's mir einfach total. Unterschied war hier auch, hier durfte man jetzt Onride machen, in Orlando nicht. Also ihr habt jetzt hier ein paar Aufnahmen auf jeden Fall sehen können. Gigantisches Ding auf jeden Fall, da kommt wieder eins.
siehst aber auch wieder kaum Wasser hochkommen. Ah, die sind jetzt auch wieder langsamer, siehst du? Naja, wir werden dann jetzt mal weitergehen Richtung Transformer. Transformers The Ride. In Orlando war das doch das Ding, was uns sehr gut gefallen. Ach nee, das war die andere Variante. Spider-Man hat uns besser gefallen. Ja dann, rein da, ne? Thank you. Also Sarah hat gesagt, sie mag das nicht. Ich kann es verstehen. Du musst wahrscheinlich Transformer dafür lieben, damit du es wirklich nachvollziehen kannst alles. Ich fand es aber tatsächlich besser als in Orlando. Da haben die ja relativ Platzprobleme. Einen Aufzug habe ich jetzt nicht mitgekriegt hier wie in Orlando. Aber es war schon gut gemacht. Was findest du denn nicht so geil? Ja, technisch ist es schon geil, aber da wird halt die ganze Zeit diese Transformers hin und her geballert. Ja. Schalte ich voll ab da. Also ich verstehe das. Interessiert mich überhaupt gar nicht. Die Szenen sind nahezu alle gleich. Also eigentlich ist das so eine richtige Shooting-Dark Ride-Szene. Einfach draufballern quasi. Nur du shootest nicht, sondern du guckst nur zu, wie dich irgendwas angreift. Der Wagen, der wackelt extrem. Das ist alles super geil, wie der mit den Bildschirmen interagiert, wie die Bildschirme in die normale Kulisse reingehen. Das ist wirklich ein Weltklasse Dark Ride, keine Frage. Aber es ist halt nicht unser Thema. Ich kann mich da gar nicht drauf einlassen. Ich hätte auch keine Lust, das jetzt nochmal zu machen, weil ich sitze da einmal nur drinnen so. Ja, wie in so einem Simulator. Das müsst ihr euch wirklich so vorstellen. Die Wagen selbst
sind kleine Simulatoren, die eben auf Rädern sind, die von Szene zu Szene fahren, aber die gleichen Bewegungsräume haben, quasi wie so eine Milchtüte bei uns auf der Kirmes. Das ist schon heftig und das ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Also es ist schon ein krasser Ride. Also wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen besser wie in Orlando, aber in Orlando hat es uns ja auch noch schon nicht so gut gefallen. Nee. Da gab es ja Spider-Man mit dem gleichen Fallsystem und das ist um Längen besser als dieses Thema. Also wir finden zumindest, dass das Thema uns da mehr zusagt, weil da wechseln die Szenen auch mal und man ist nicht die ganze Zeit nur irgendwie von irgendwelchen Transformers angegriffen worden. So, da sind wir, Hogsmeade. Und da hinten ist das Hogwarts-Schloss. Ja. Das ist unser Ziel. Oder vielleicht erst die Achterbahn davor. Hier ist der Hagrid. Nee. Komisch. Kannst du hier in den anderen Park fahren? Nee, welcher andere Park? Man sieht schon so ein bisschen, der Aufbau ist sehr ähnlich zu dem, was wir in Orlando gesehen haben. Aber trotzdem ein wahnsinnig schöner Bereich. Aber ich hatte es gerade schon gesagt, Harry Potter ist hier jetzt gar nicht mehr so das Ding, weil wirklich alle zu Super Nintendo rennen. Wir lassen uns jetzt aber mehr auf diese Welt von Harry Potter ein. Hier ist auch dieser Drei-Besen-Laden, wo wir mal essen waren. Es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer, hier durchzugehen. Ja. Wir lassen uns jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen hier auf diese Thematisierung ein. Ihr kriegt auf jeden Fall auch davon ein paar Eindrücke. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt gleich hier so als nächstes fahren in diesem Bereich. Minuten Zeit bei Flight of the Hippogriff ist vorbei. 20 sitzt jetzt. Aber naja, der Standort ähnlich wie in Orlando. Der Hersteller ein anderer. Damals sind wir eine Vekoma-Bahn gefahren. Hier hat Mack Rides diese Bahn produziert. Da bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt. Scheint mit zwei Zügen zu fahren. Das ist schon mal gut. Eigentlich ist das nämlich genauso ein Bahntyp wie Pegasus im Europapark. So ein Youngstar Coaster von Mack. Und hier scheint Hagrid zu wohnen. Hagrid mit Fluffy. Weiß nicht, die Bahn fährt sich jetzt nicht großartig anders als eine Vekoma-Bahn. Die Schiene ist deutlich größer als bei Vekoma. Man sitzt ein bisschen komfortabler als bei Vekoma, würde ich sagen. Und thematisierungsmäßig, da sitzt vor dem Lift ein echter Hippogriff in so einem Nest. Das ist cool. Der sieht richtig gut aus, bewegt sich auch total flüssig und so. Ich glaube, in Orlando gibt es den nicht. Also Sarah sagte auch, ist hier da jetzt nicht aufgefallen. Hier Hogwarts übrigens. Da werden wir jetzt als nächstes mal reinsteppen. Scheint jetzt auch deutlich voller geworden zu sein. Mein Gott, letztes Mal in Orlando haben wir bei dieser Attraktion Fastpass, glaube ich, genutzt. Ne? Jetzt werden wir da mal den Wartebereich dann auch sehen. Harry Potter and the Forbidden Journey. Rein geht's.
Wir haben hier gerade eine ganz weirde Experience. Wir sind in den Bahnhof für die Rollstuhlfahrer reingekommen. Das teilt sich nochmal auf. Und jetzt müssen wir mit ganz vielen Aufzügen irgendwie rausfahren. Das klingt so, als müsste jemand hier lang. Da kommen schon mal die anderen her. Das war meine Experience jetzt. Also das Aussteigen, vielleicht mal kurz beschrieben. Er hat eigentlich ja so ein Endlos-System mehr oder weniger und er steigt auf einem Fließband ein. So ist das auch beim Aussteigen. Aber man hat gesehen, wie der Wagen vorher da in dieses Fließband reinfuhr, bei uns ausgegliedert wurde und in eine andere Reihe fuhr. Ja, dann war unser Arm so dran, ich erkläre das da mal ein bisschen hochgeklappt. Und dann ist dann unser Wagen angehalten. Normal halten die nie an. Und dann fährt dieser ganze Arm ein Stück runter. Und ja, dann konnten wir ganz in Ruhe, ganz gemütlich aussteigen. Und das ist halt eigentlich dafür da, dass die Rollstuhlfahrer eben genug Zeit haben, um sich in den Wagen zu setzen. Und der wird dann einfach eingegliedert wieder in den laufenden Betrieb. Das haben wir bei Disney die letzten Tage schon öfter gesehen und das gibt es dann scheinbar auch hier. War auf jeden Fall ganz cool. Sonst, ja, jetzt wird wieder gespoilert, ist dieser Ride technisch gesehen schon was ziemlich Geiles. Denn die arbeiten hier mit diesen KUKA-Roboterarmen, die ihr zum Beispiel auch aus dem Legoland oder so kennt. Da hängt eine Gondel mit 4 Personen dran. Die steht aber nicht an einer Stelle, sondern dieser ganze Roboterarm befindet sich auf Schienen und fährt durch ganz viele Szenen durch und schleudert euch so ein bisschen eben durch die Gegend. Das geht dabei nicht über Kopf, damit es noch ein bisschen für die Familien auch bleibt. Aber ihr werdet dabei schon auf den Rücken gelegt oder auch mal so nach unten gucken gemacht. Da guckt ihr euch dann eben Szenen an. Wenn ihr auf dem Rücken liegt, hängen die an der Decke und fahrt auch ganz nah dran vorbei. Teilweise fahrt ihr auch in Bildschirme rein, so 360 Grad Kuppeln, die dann mit euch zusammen weiterfahren. Es ist technisch auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und auch die Q-Line haben wir jetzt das erste Mal gesehen. Ist echt gut, weil man erkennt einiges aus den Filmen auch wieder. An diese großen Raum mit den ganzen Bildern dran. Dann das Klassenzimmer, wo dann Hermine und Ron und Harry stehen mit dem unsichtbaren Umhang, da auf einmal irgendwelche Türen aufgehen und so weiter. Das ist schon ganz cool gemacht. Sarah sagte aber gerade schon, die ist an einer Stelle schlecht geworden. Nee, schwindelig. Beziehungsweise an sich generell ein bisschen schwindelig geworden. Also das hatte ich in Orlando gar nicht, aber hier ist mir das schon ein, zwei Mal aufgefallen. Bei mir war das an einer Stelle, da sind wir an diesem Baum, der hat sich auf einmal bewegt. Dann bist du von der Rückenlage von oben in so eine Szene reingeschleudert worden, die dann auf dem Bildschirm war. Und da war ich so ein bisschen... Mir war das die Village-Szene. Aber es soll halt so ein bisschen simulieren, als würdet ihr auf so einem Besen quasi durch die Welt von Harry Potter fliegen. Das ist sehr gut gelungen. Aber grundsätzlich ist es eben auch das gleiche wie in Orlando. Auch vom Aufbau, der ganze Themenbereich hier mit dem Schloss eben da. Aber es ist schon gigantisch. Also das würdet ihr in Europa, in Deutschland, in dieser Größenordnung aktuell nirgendwo finden, was hier verbaut ist auf jeden Fall. Es ist keine Achterbahn, es ist ein ganz normaler Dark Ride, wie gesagt. Und der Arm, der schleudert euch da eben so ein bisschen durch die Welt von Harry Potter. Stapeln die die? Ja. Alter. Die stapeln einfach. Viel weniger als in Orlando damals. Naja, guten. Manche Portionen sind richtig groß und manche sind richtig klein. Ja, Shepherd's Pie sieht eigentlich ganz geil aus, habe ich auch gesehen. Ist ein bisschen wenig halt, ne? Hier kann man bei der Gringotts Bank Geld holen. Willst du mal? Vielleicht besonderes Geld. Falls ihr euch fragt, wo wir jetzt gerade essen waren, wir waren wieder hier in den Broomsticks.
Jetzt ist es mittlerweile super voll geworden. Die stehen hier draußen noch an. Und wenn ihr da drin steht, damals in Orlando hat das eine Stunde gedauert, ja, den kompletten Wartebereich. Ungefähr 20 Minuten gedauert, bis wir das Essen hatten. Ja. Da haben wir echt nochmal Glück gehabt. Es war in Orlando eigentlich ganz geil, weil das nicht dieser typische amerikanische Geschmack war. So Fish and Chips mit diesen, nicht Pommes, sondern Potato Wedges und dann mit Remoulade. Das ist eigentlich ganz geil. Und ich will jetzt noch nicht so mit Burger anfangen, weil wir werden noch Parks haben, wo es vermutlich nur Burger und Chicken Nuggets und sowas gibt. Deswegen wollen wir wieder hier essen. Genau, also wir haben auf dieser Tour ja noch ein bisschen mehr vor als Disney und Universal. Das sah ja in Orlando ein bisschen anders aus. Da liegt eben das Problem. Wir werden bald nicht mehr drum rumkommen. Dann wird es da nur noch Pizza, Chicken Nuggets und Burger geben. Oder gar keine Zeit sein oder sowas. Ja. Und dann muss man nachher zu irgendeiner Burgerbude oder sowas gehen. Dementsprechend gucken wir, dass wir uns jetzt so ein bisschen Abwechslung schon mal rausholen. Wir wollten jetzt zur Studio-Tour oder was? Ja, dann gehen wir da mal hin. Hier unten sieht man schon die Studios, da hinten ist auch das Warner Brothers Studio mit dem großen Warner-Schild dran. Und hier ist da halt die ganzen Universal Studios, auch mit diesen Filmstraßen, wo wirklich so eine ganze Filmstadt da unten aufgebaut ist. Bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Ich dachte eigentlich, dass die Studiotour im unteren Teil anfängt, aber tatsächlich beginnt die hier oben, im oberen Teil des Parks und fährt dann darunter. Scheinbar hosted bei Jimmy Fallon. Ja, ein bisschen, aber ich glaube nicht ganz so weit. Guck mal, hier siehst du die Hogwarts-Halle von hinten. Aber in dem Park ist es halt okay, wenn du die Kulissen siehst, weil es ist halt ein Filmpark, ne? Da sind wir. Montro im letzten Wagen. Geil, oder? Ja. Wie lange soll das gehen? 60 Minuten. Stand in der Warteschlange. Wäre ja mal gespannt. Wir müssen auf jeden Fall Unmengen von diesen Viererzügen hier haben. Ich nehme mal 4 Wagen. Bin gespannt. Da unten müssten wir jetzt irgendwo gleich hinfahren. As we head to Skull Island, please remain seated. Keep your hands inside the vehicle at all times and hold on to all your belongings, especially if you're sitting on the outside of the tram. Hold on to your belongings tight. Skull Island might get a little bumpy. I'm so sorry. I forgot to warn you. You're sitting in a blue seat. You might get wet.
I've been there. I've had to be geared to my car many times. Get tired. Do you think doing that job? Oh, when do we check in? Everyone say hi to Norman. Hi, Norman. You have room for 165 guests? What? Oh my gosh. No. Put that away. Jerry, hit that electric gas. Let's get out of here. Fertig! Und wie war's? Aufregend. Nein, wir kommen nicht aus einem 4D-Kino. Auch wenn's manchmal. Wir waren live in einem 4D-Kino. Ja, so ein bisschen so war. Du fährst halt durch so viele Sets und die haben ja auch so viel. Also du hast einmal so städtische Sets, dann hast du einfach so eine ist das Vorstadt-Set, weißt du nicht, wo so Einfamilienhäuser stehen. An einer Stelle war eine Kirmes aufgebaut oder so. Ich glaube, es war gar keine Kirmes, es war eine Westernstadt. Eine Westernstadt, die aber irgendwie so ein bisschen aufgepeppt wurde oder so. Ja, und das wird dann alles immer wieder mal für irgendwelche Filme oder sonst was genutzt. Dazwischen auch große Hallen, wo irgendwie was drin gedreht wird. Und das geht ja eigentlich noch viel weiter nach hinten alles. Damit es halt auch für die Leute spannend bleibt, die den Freizeitpark hier besuchen, gibt es halt zwischendurch immer wieder so Gimmicks. Kleine Showszenen, die eben automatisch ausgelöst werden. Bei einer Szene war sogar ein Live-Actor, der da gespielt hat. Dann hatten wir noch zwei Immersive-Tunnel mit da drin. Das sind in anderen Parks wirklich ganze Attraktionen. Die sind hier einfach mit drin. Wir waren ja in Orlando zum Beispiel in diesem Fast and Furious Supercharge. Das haben die hier mit dieser Tram gemacht. Das war auf jeden Fall eine coole Sache. Das Ganze gab es auch nochmal mit Skyrock, also dem Immersive Tunnel, den wir in Island of Adventure gemacht haben. Ja. Das hast du hier alles in einer einstündigen Attraktion mit drin. Und es ist wirklich so lange. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Eventuell Super Nintendo Land da. Escalator fahren ist hier so der Tagessport. Vier Stück müsst ihr nehmen, wenn ihr von oben nach unten wollt. Wir sind jetzt wieder unten. Einmal aufpassen und ja, werden jetzt mal ins Super Nintendo World Land hätten. Die Wartezeit ist drastisch runtergegangen, hat sich jetzt verhalbiert. War vorher bei 3 Stunden, ist jetzt bei 1,5 Stunden, was auch noch sehr lang ist. Aber ich glaube, viel kürzer wird es heute auch nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt mal da rein. Und es ist ja auch ein ganzes Land, ein ganzer Themenbereich, der leider nur eine Attraktion hat. Die Vorgängervariante, die quasi in Japan schon eröffnet hat, die hat noch eine weitere Attraktion. Hier gibt es aber eben nur eine einzige. Dementsprechend ist es da ein bisschen voller und das verteilt sich auch weniger. Aber ich bin auf das ganze Land mal gespannt. Super Nintendo bzw. Mario und das Ganze, das kennt ja eigentlich fast jedes Kind und jeder Mensch, glaube ich. Ne? Selbst meine Mutter, die hat früher immer am Gameboy gesessen und Mario gezockt. Also, ja. Wer ist er hier? Bumblebee? Da ist Bumblebee. Geil, auch. Ich kenne die eigentlich gar nicht, aber der Gelbe, der Musik macht, das ist Bumblebee. Und der andere ist bestimmt Megatron oder wie der heißt. Jetzt gehen wir mal hier weg. Na guck mal, da vorne standen vorhin überall Leute für die Super Nintendo World. Und jetzt sind die alle bei Bumblebee. Und wir konnten heute Morgen überall durchgehen. Naja, entspannt.
Mario Kart Bowser's Challenge geschafft, erstmal im Shop ausgespuckt worden. Die Mario Kart Shirts sind witzig. Super Nintendo Super World Pulli. Aber ein bisschen drüber, ein bisschen sehr bunt irgendwie, ne? Ich meine, passt halt zum Thema, aber Mario Kart halt, ne? Halt nichts, was ich anziehen würde, großartig. So, Sarah, wie fandst du es? War geil? Es war auf jeden Fall mal was anderes. Es war ganz witzig, die ganze Aufmachung. Ich hatte permanent keine Ahnung, was ich da überhaupt tue. Die Erklärung, die man vorher bekommen hat, hat nicht zu dem gepasst, was dann letztendlich abgelaufen ist. Es wurde erklärt, man soll Münzen sammeln, aber es waren keine Münzen da. Man soll diese Pilze angucken, um die einzusammeln, aber es waren keine Pilze da oder ich habe keine gesehen. Also eigentlich ist es wie Mario Kart gewesen, aber Sarah sagt schon richtig. Münzen, die man sammeln soll, die hat man nicht gesehen. Diese Viecher, die man abschießen soll, die hat man auch nicht gesehen, außer ganz am Anfang. Und letztendlich habe ich dann nur die anderen abgeballert, also die Autos, die ich gesehen habe. Aber ich war halt erstmal so, hä, soll ich die jetzt abballern? Weil im Erklärvideo wurde davon ja nicht unbedingt was gesagt. Und man muss halt lenken. Das Lenken war das Einzige, was irgendwie auch funktioniert. Da kam immer ein Pfeil. Ich habe aber zwischendurch auch zwei, dreimal was anderes abgeballert. Vielleicht waren das auch die einzigen Ziele, die am Ende Punkte gebracht haben. Vielleicht, weil du hast ja auch gewonnen. Mal wieder. Sie war auch die Beste im ganzen Wagen. Also. Keine Ahnung wie, aber... Bevor das jetzt hier irgendwie falsch verstanden wird, das hier ist ein nagelneuer Dark Ride, den es so bisher erst zweimal auf der ganzen Welt gibt. Einmal in Japan und einmal hier. Dieser Ride ist ein Augmented Reality Ride. Also kein VR, sondern AR. Ihr kriegt vorher so kleine Mario-Hüte aufgesetzt in der Warteschlange. Sobald ihr im Wagen sitzt, klemmt ihr euch vorne noch eine Glasscheibe quasi rein. Auf diese Glasscheibe werden während der Fahrt Sachen projiziert, die eben mit Mario Kart zu tun haben. Das heißt, ihr müsst abschießen oder solche Sachen machen. Und ihr habt vor euch ein Lenkrad, mit dem ihr auch noch ein bisschen fahren könnt. Quasi für euch im Bild. Aber das Auto, in dem ihr drin sitzt, fährt auch. Ist schwer zu erklären, aber ihr habt es ja jetzt gerade gesehen. Ihr habt aber letztendlich auch nicht alles gesehen, weil ich habe die Kamera halt nur so da gehalten. Mit der anderen Hand habe ich geschossen und gelenkt. Und wir hatten halt dieses Visier vorm Gesicht. Das hat die Kamera nicht gesehen. Das heißt, dieses Bild, was ihr jetzt hattet, die thematischen Objekte, die wurden noch mit digitalen Objekten vorm Gesicht ergänzt. Dementsprechend ist es was ganz Neues. Und ja. Es war sehr, sehr viel los, ja. Also permanente Überforderung. Ich habe auch mitten in der Fahrt irgendwann so gedacht, guck mal, du konzentrierst dich irgendwie gerade die ganze Zeit nur auf das Bild und versuchst irgendwelche Sachen zu treffen, aber von der Thematisierung auf der Fahrt kriegst du gar nichts mit so irgendwie. Du kannst irgendwie nicht beides verarbeiten. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Aber am Ende habe ich dann erstmal auch mal so ein bisschen geguckt und so und habe versucht, das so ein bisschen in Einklang zu bringen mit mir, dass ich die Attraktion auch mal so ein bisschen genießen kann und mich auch ab und zu mal auf was anderes konzentriert. Aber sonst, es ist halt wirklich was Cooles. 95 Minuten waren angeschlagen. Wir haben eigentlich so 100 gewartet, bis wir wirklich in der ersten Pre-Show waren. Aber von da an haben wir bestimmt noch mal 20 Minuten gewartet mit den Pre-Shows, bis wir wirklich im Wagen saßen. Also es hat jetzt schon relativ lange gedauert. So 2-2,5 Stunden waren wir jetzt hiermit schon beschäftigt. Aber mein Gott, ist eine Neuheit. Dieses Jahr erst eröffnet. Ist auch noch gar nicht so lange auf hier. Dafür, dass heute Morgen hier 3 Stunden angezeigt waren und ich schätze, dass die dann auch ein bisschen länger waren. Die sind ja wirklich alle hingerannt. Ist das schon in Ordnung und jetzt haben wir es ja auch gemacht. Sonst der Bereich, ihr seht das jetzt hier schon, ist nicht groß, aber total immersiv. Du kannst halt nicht rausgucken, so ein bisschen wie Rockburg im Phantasialand. Ihr geht auch durch so einen Tunnel rein, das habt ihr ja auch gesehen. Und ja, wir gucken uns das jetzt hier mal noch ein bisschen an, filmen das noch ein bisschen. Und falls wir noch was finden, dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal. Dinger können hier genutzt werden, weil ihr eigentlich so ein Armband habt. Das könnt ihr euch kaufen, müsst ihr aber nicht. Aber ihr könnt halt überall im ganzen Bereich damit so Punkte sammeln. Und das könnt ihr bei der Mario Kart Challenge machen. Ihr könnt da vorher euer Armband auf das Lenkrad legen und dann speichert er das. Und alle Punkte, die ihr während der Fahrt sammelt, gehen dann auch auf dieses Armband. Hier könnt ihr euch, wie ihr seht, auch so Punkte abholen, wenn ihr es da drunter macht. Deswegen hat das bei mir auch gerade so komische Geräusche gemacht, als ich da drunter mit meinem Kopf bin. Und bei denen macht es bedimm, bedimm, bedimm. Und ihr habt immer wieder so kleine Spiele. Hier am Rand könnt ihr euch, glaube ich, die Armbänder kaufen sogar. Oder eure Punkte einlösen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man mit den Punkten machen kann, ehrlich gesagt. Aber es gibt überall so kleine Spiele, für die die Leute auch anstehen. Wie hier an der Seite mit dieser Blume. Hier ist auch wieder irgendwas. Da müsst ihr scheinbar irgendwo dran kurbeln. Dann kommt da dieses Viech hoch. Und da stehen die halt für an. Und wofür die auch anstehen, ist für Meet and Greet mit Mario und Luigi. Um 17 Uhr ist hier gleich eins. Und der Wartebereich ist schon rappelvoll. Thank you so much.
muss euch auch mal ein bisschen aus der Illusion raus und ich finde es halt irgendwie gerade witzig zu beobachten. Die haben hier so 30 von diesen Securities und hier sind Luigi und Mario und hier links, da an der Laterne, der Mann mit dem iPad, der steuert die Lautsprecher, die beiden irgendwo im Kopf verbaut haben. Steuert genau, was die beiden da sagen. Ja, die können nicht selber reden, sondern die machen einfach nur die Geräusche, die eingespeichert sind und er an der Seite entscheidet, was die sagen. Aber sonst, ich finde es schon echt cool. Du guckst hier überall rum, da oben bewegt sich überall was. Teilweise sieht es echt aus, als würden die Münzen schweben. Teilweise sieht man, wie es gemacht ist. Da oben läuft Yoshi im Kreis rum. Da oben die Burg, das ist quasi der Eingang in die die große Attraktion. Der geht hier oben rein, steht extrem viel an da hinten und geht dann irgendwann da oben über den Balkon in diese Burg rein. Hier unten ist noch ein Shop drin. Der da hat da halt hier den Eingang, hier ein paar kleine Spiele. Und dann war es das aber auch schon großartig. Das sind Popcorn-Buckets, ne? Die sind super schwer. Du hast hier hinten so ein Fach, kannst du dein Popcorn reintun. Und hier hast du aber auch noch einen Anschalter. Also irgendwas kann der auch noch leuchten. Wow, Happy Birthday. Also, weißt du, was das kostet? $40 kostet das. Ja, plus das Popcorn. Ja, das ist da noch nicht bei. Wäre schön, wenn da wenigstens ein Gutschein bei wäre. Hier sind die $40 Bänder. Gibt es auch eine Auswahl, aber ich finde es schon teuer. Lieber Band oder lieber Popcorn-Bucket? Wieder so ein Zauberstab in Hoffmann. Den hättest du als Kind getragen. Ne? Aber sowas von. Aber das ist auch cool. Ist halt nur irgendwie zu grau. War ich das? Ja. Tut mir leid. Hier, nimm das in schwarz einfach. Das ist auch schön. Ich finde das Motiv aber cooler. Steht aber noch nicht mal irgendwie drauf. Ne, hier steht's. Wir chillen auf dem Pilz. Das machen hier alle so. Wir brauchen mal kurz Sitzpause. Wir haben so lange angestanden. Ja, der Bereich ist schon so eine harte Reizüberflutung. Überall Geräusche. Und Sarah hat es auch schon gesagt. Es gibt hier super viel, was ihr nur mit diesem Band machen könnt. Es ist ja nur diese eine Fahrattraktion. Also keine Ahnung, ich hätte mir eher gewünscht, dass dann hier noch so ein kleines Fahrgeschäft steht. So ein Mini-Freifallturm oder halt irgendwas Passendes. So ein Scheibenwischer oder so, der irgendwie wie so eine Wolke thematisiert ist, weißt du? Irgendwie so in die Richtung, weil das ist halt voll schade. Das ist ja schweineteuer. Als Kind, wenn ich im Freizeit war, meine Mutter hätte mir einen Vogel gezeigt oder mein Vater. Wenn wir da irgendwie solche Bändchen haben wollten. Aber ich bin voll enttäuscht gewesen, wenn ich dann hier nichts machen kann. Scheinbar haben die Leute hier das Geld, den Kindern das noch ums Arm zu binden, das Ding. Und dann spielen die das. Aber natürlich alle Kinder, die hier rein wollen, sehen das und wollen auch so ein Band haben und gehen ihren Eltern auf die Nerven. Das ist schon Geldmacherei des Jahrhunderts. Aber weiß ich nicht, für Fahrgeschäft hätte diese eine Attraktion noch gut getan. Es ist ja wirklich nur dieses eine Mario Kart Ding sonst hier. Und sonst alles nur was, was ihr irgendwie gegen Bezahlung machen könnt. Schade. Hier an der Stelle gibt es auch noch ein Restaurant. Hier steht zwar jetzt Kaffee dran, aber da kriegt ihr eigentlich alles Mögliche an Essen, was eben auch zum Thema gestaltet ist. Da müsst ihr am besten vorher reservieren. Sarah und ich sind zu zweit. Wir hätten da auch tatsächlich jetzt gerade spontan noch reingehen können. Man hat uns da gefragt, ob wir eine Reservierung haben, weil wir nur davor standen und geguckt haben. Und da meinte er dann so, ja, wenn wir nur zu zweit sind, können wir da auch gerne reingehen, weil dafür haben die wohl noch Plätze frei. So, wir sind ja raus. Da hinten ist die Super Nintendo World. Das ist ja eigentlich nur Super Mario World, könnte man es auch nennen. Weil mit Nintendo ist ja sonst nichts anderes mehr. Was machen die denn da oben? Das ist schon witzig. Von hier glaubst du gar nicht, dass da so eine bunte, nervige Welt hinter ist. Ja. Also nervig von den Geräuschen her. Ja, jetzt. Die haben das echt ziemlich ähnlich zu Rockburg hier. Das ist ja generell so ein modernes Ding geworden. Bei Star Wars, bei Disney ist das ja auch, dass du so Tunnel baust, weil der Effekt dann halt viel größer ist, wenn du hinten rauskommst und dann in diesen Bereich kommst. Ja. Genau wie der Effekt bei Cars. Du fährst erst durch diese kleine Landschaft am Anfang, dann kommt ein kurzer Tunnel und dann kommt der Wasserfall. Wirkt dann alles größer und krasser so. Gut, die Wartezeit haben wir dann auch geschafft. Ich glaube, die wichtigen Attraktionen haben wir damit auch durch, aber gefilmt haben wir halt noch gar nicht oder sowas. Und damit dieses Video komplett ist, müssen wir halt auch kleine Aufnahmen zwischendurch machen. Und das machen wir jetzt mal.
Und ja, wenn wir dann irgendwie mal wieder was finden, was wir machen wollen, dann melden wir uns auf jeden Fall wieder. Wir sind aber morgen auch noch mal einen halben Tag hier. Also wir haben anderthalb Tage eingeplant, weil wir schon klar war eigentlich, dass wir zwei nicht brauchen werden. Es gibt noch eine Simpsons-Attraktion oben und es gibt auch noch zahlreiche 4D-Kinos, aber erstens kennen wir die meisten schon, zweitens sind wir keine Fans davon. Transformers übrigens, wo wir heute Morgen durchgehen konnten, 60 Minuten Wartezeit. Der Wartebereich da drin ist ewig lang, die können den aber noch nach da drüben verlängern, wie bekloppt. Wir waren jetzt hier gerade in der Waterworld Stunt Show. Da ist der Cast. Einer kam aus Japan, habe ich gehört. Ja. Gar nicht mal so viele Leute, aber trotzdem, ich würde sagen, die beste Stuntshow, die ich bisher in einem Freizeitpark gesehen habe. Da wird richtig was geboten. Also auch gute Effekte, die jagen das ganze Ding in die Luft, so wie man es halt irgendwie sehen will. Das ist doch das, wo oft die Leute eigentlich warten, dass irgendwie alles in die Luft fliegt. Und hier fliegt mehrfach alles in die Luft. Das ist schon echt cool gemacht. Da fliegt da so ein Flugzeug von hinten auf dich zu, was auch am Brennen ist oder irgendwie explodiert gerade. Die Leute werden nass gemacht. Es gibt so Soak-Plätze, wo man dann nass wird, wenn man sich auf die sitzt. Ja, die Jetskis jedes Mal, wenn sie da vorbei einfach eine Welle auf das Publikum. Aber dauernd auch. Sollte man mitnehmen, wenn man hier ist. Das ist eins der Highlights auf jeden Fall hier. Eine Show findet heute noch statt, um 20 Uhr. Ich denke, dann wird es ja auch schon relativ dunkel sein. Ist bestimmt auch interessant, sich die im Dunkeln anzugucken. War jetzt einfach nicht zu viel Story, das hat alles so... Da waren kaum ruhige Momente bei einfach. Das war einfach nicht so langwierig. Nee, das ging auch nur eine Viertelstunde oder so. Dann wirklich bam, 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 alles hintereinander weg. Da war nicht jetzt irgendwie eine Minute, wo man nur sich geprügelt hat, sondern da hat man sich ein, zweimal gehauen, dann flog wieder einer ins Wasser, dann hat der eine den anderen angezündet, dann kam wieder ein Boot rein. Einfach so immer so ein bisschen Abwechslung auch. Und mal nicht mit Autos oder so, sondern wirklich mit Booten, Jetskis, alles was mit Wasser zu tun hat halt. Ein Wasserflugzeug. Und am Ende jagen die wirklich die komplette Kulisse in die Luft. Das ist richtig geil. Sarah zieht sich jetzt warm an, denn die Sonne ist weg. Dann gehen wir mal weiter. Es gibt noch so ein paar einzelne Attraktionen. Es gibt auch noch einen Dark Ride, den wir gerne fahren würden. Gucken wir mal, ob wir uns das für morgen aufbewahren. Dieser Dark Ride hat, glaube ich, auch um die Stunde Wartezeit. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht auf morgen früh verschieben. So, wir sind jetzt gerade mit unserer BMW nach Frankreich gefahren und haben uns entschieden, gleich was essen zu gehen. Wir haben jetzt noch ein paar Aufnahmen gemacht, es ist jetzt auch schon ein bisschen später und wir werden jetzt gleich in den City Walk gehen, vor dem Universal Studios, wo dann eben so ein paar Läden sind, ein Kino ist da. Ich habe, glaube ich, gelesen, sogar hier so Skydiving kannst du da machen, so ein Erlebniszentrum. Da gucken wir mal, ob wir da irgendwie was Schönes zu essen finden. Sarah, was machst du da? Fahren. Hast du schon mal aufs Taro geguckt? Null. Ja.
Klingelstreich. Nice T-shirt. Did you get it in the park? Hier wohnt dieser Bösewicht. Ja. Da hinten wohnen die Minions. Der Papa wohnt hier. Genau so war das. Und hier geht's in den Ride rein. Das schauen wir uns aber morgen an. Ich habe das jetzt nur auf dem Weg zum Ausgang nochmal mitgenommen. Genauso wie The Secret Life of Pets schauen wir uns auch morgen an. Also dann im nächsten Video, wo es dann einen halben Tag hier gibt und einen halben Tag noch woanders. Aber das verraten wir noch nicht. Das ist echt hübsch hier, die Ecke. Hier hat man Pets vor kurzer Zeit erst neu eröffnet. Und dementsprechend sehen die Gebäude auch alle noch sehr frisch aus. Sitzen an so einer Bar hier. Da hinten wird fleißig schon Pizza, Pasta gekocht und sogar Burger. Ja, das heißt hier aber nicht Burger, das heißt Panini. Aber wie lustig ist das denn? Weil das auch kein richtiges Burgerbrot ist. Das ist Panini-Brot. Jedenfalls haben wir bestellt Lasagne. Sah geil aus, ist gerade an uns vorbei schon gegangen. Das kann nur geil sein. Und es ist mal was ganz anderes so. Ja. Der Laden heißt Vivo La Pasta oder so. Sieht auf jeden Fall ein bisschen schicker aus. Ist jetzt auch nicht ganz günstig, aber tut seinen Zweck erfüllen wahrscheinlich. Ist jetzt hier direkt in dem City Walk und von hier werden wir noch direkt zum Auto gleich gehen und dann zum Hotel wieder fahren. Die Fahrt ist ein bisschen länger als vom Disneyland von hier zu unserem Hotel in Anaheim. Ja, mal gucken, wie es gleich sein wird. Heute Morgen haben wir ja fast 2 Stunden gebraucht oder 1,5. Ja, ich glaube, heute Abend wird besser. Die Lasagne ist da. Wackenklopper. Bei uns kriegst du immer so Mini-Lasagnen. Hier so ein fettes Ding. Ja, dann guten. Fertig. Es ist dunkel geworden. Und das ist der City Walk hier. Ist auch ein bisschen bebauter alles, hatten wir heute Morgen schon gesagt. Und gefühlt auch ein bisschen länger. Ein bisschen mehr Shops. Ja. Aber mehr Shops ein bisschen vielleicht schöner nicht, auch wieder. Ja, auch schöner auf jeden Fall. Du hast generell gesagt, dass dir der Park ein bisschen besser gefällt als der Universal Studios Park in Orlando. Ja, nur der Studios Park jetzt. Also Island Adventure ist mit dem hier ja nicht zu vergleichen. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Stil-Parks. Ja, Island Adventure ist thematisch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber der Studios Park hier gefällt mir besser als der in Orlando. Die Häuser sind alle ein bisschen schöner, es ist alles ein bisschen gepflegter, sauberer, moderner. Kann ich eigentlich unterschreiben. Also heute Morgen habe ich mich ein bisschen schwer getan, wo es noch so leer war und wir alles so weggearbeitet haben. Es kam irgendwie nicht so richtig die Stimmung in den Gängen auf. Aber als es dann ein bisschen voller wurde, kam halt dann auch diese Freizeitparkstimmung auf. Ne? Und man hat sich da einfach gut gefühlt, wohl gefühlt. Heute Morgen war natürlich cool, dass wir sofort da alles wegfahren konnten. Wir dann jetzt diese ganzen Wartezeiten im Laufe des Tages, die sich da entwickelt haben, nicht mehr mitnehmen mussten. Kann ich generell empfehlen, wenn ihr hier seid, fahrt direkt runter mit den Rolltreppen in den Lower Lot unten und fahrt da die Attraktionen, die nicht im Nintendo-Land sind. Ja. Weil da rennen sie erstmal alle hin. Aber die rennen natürlich wirklich, also die rennen komplett an den anderen Sachen vorbei in dieses Nintendo-Land. Das ist denen scheißegal. Wir konnten da durchgehen, weil bei Revenge of the Mummy haben die gar nicht genug Leute gefunden, um die Wagen voll zu machen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung heute Morgen. Morgen schauen wir nochmal vorbei, wie gesagt, könnt ihr ja wieder einschalten. Wir werden aber morgen nur einen halben Tag hier sein und dann noch ein bisschen was anderes machen. Aber da nehmen wir euch natürlich dann auch mit. Bis denn dann, das war's von heute hier aus den Universal Studios in Hollywood. Bye, bye. Tschüss. Das Restaurant können wir übrigens empfehlen. Da haben wir jetzt nämlich gar nicht gesagt, wie uns das Essen geschmeckt hat. Das Essen war gut. Lecker Schmecker. Riesenportion. In Deutschland wären das 4 Portionen Lasagne im Restaurant gewesen. Und wir haben tatsächlich das gleiche bezahlt, nur fürs Essen, wie vorhin in diesem Harry Potter Restaurant, ja, wo wir essen waren. Das ist schon ein bisschen traurig fast. Ja. Weil da war das Essen wirklich lieblos auf einem Plastikteller hingeklatscht. Bis denn dann. Tschüss.